Ja, bei mir jetzt Max Dupré und Lukas Abend. Hinten raus habt ihr die zwei Tore geschossen. Ganz ehrlich, so in der 70. habt ihr noch dran geglaubt, dass es hier noch was wird gegen Kirchberg, die keinen schlechten Eindruck hinterlassen haben. Vielleicht Lukas, du zunächst. Ja, wir wissen ja, dass wir von der Mannschaft ja eine große Moral haben, dass wir nie aufgeben. Haben wir ja auch im Pokal gesehen und deswegen glauben wir immer dran. Ja, dein Tor, was hast du dabei gedacht? Das war ja schon sehenswert. So ein tolles Tor schießt man nicht alle Tage. Ja, ich habe mir gar nichts gedacht. Ich habe einfach drauf gehalten und Glück gehabt, dass er so reingeht. Dann war Kirchberg in Unterzahl. Die konnten nicht mehr wechseln und das habt ihr ausgenutzt. Max, dein Tor war nicht so schön, aber mindestens genauso wichtig. Schilder mal, wie es passiert ist, das 4:3. Ja, wir kriegen einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Giancarlo Pinna chippt ihn rein. Ich habe ihm gesagt, er soll auf mich chippen. Ich lege ihn quer. Dann war Gewusel gewesen, mir fällt der Ball vor die Füße, ich zerre nur ab und ich weiß auch gar nicht genau, wo ihn reingegangen ist, Hauptsache war drin und der Jubel war dann natürlich grenzenlos. Ich glaube, es war nicht so einfach die letzten Tage. Ihr habt ein schweres Pokalspiel in Bitburg gehabt, dann ist schon der Trubel rund um das DFB-Pokalspiel, der ist allgegenwärtig. Hat das vielleicht so ein bisschen abgelenkt jetzt auch die letzten Tage? Max nochmal. Ja, also in Bitburg war es extremer mit der Ablenkung, weil wir machen uns da oben warm und da stehen Fernsehkameras direkt im Dehnkreis drin und es ist schon schwierig, den Fokus zu behalten, aber heute konnte man halt ganz ausblenden, aber die Beine waren natürlich schwer nach dem Pokalfight am Mittwochabend da. Und jetzt Feuer frei für DFB-Pokal, Lukas, spürst du schon so ein bisschen, da wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage dann noch ein bisschen steigern, ne? das Fieber und die Vorfreude für das Kiel-Spiel, oder? Ja genau, jetzt war erstmal die Liga im Vordergrund, aber jetzt ist Feuer frei, jetzt sind wir alle heiß auf dem Pokal. Ja, und so eine kleine Chance hat man immer, ne? Obwohl die vier Klassen höher spielen, Holstein Kiel oder wie ist das so? Im Fußball ist alles möglich, 5 € ins Phrasenschwein. Oder wie seht ihr die Chancen zum Abschluss, Max und Lukas? Max zunächst. Ja, das ist ja das Schöne am Fußball, man hat immer eine kleine Chance. Also irgendwo ist sie immer da, aber Kiel ist der klare Favorit. Also die Rollenverteilung ist klar, für uns gilt in erster Linie hier, wir haben hier ein Riesenerlebnis, wir wollen die 90 Minuten einfach nur genießen und das Spiel in vollen Zügen genießen und einfach Gas geben und uns gut verkaufen, ja. Und auch Lukas, siehst du es ähnlich? Siehst du auch eine klitzekleine Chance? Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Max hat da vollkommen recht.